Wir werden heute ein Formel-1-Auto fahren. Und zwar nicht ein ganz normales Formel-1-Auto, ne, das könnte ja jeder quasi, sondern wir werden heute Formel-1-Auto fahren, was auf der Straße fahren darf. Und die Frage, die wir uns heute stellen, are you the one? Ist das das Auto? Leistung 1063 PS, über 350 km/h schnell, Basispreis 2,7 Millionen Euro. Als einziges deutsches TV-Magazin darf Grip bei einem exklusiven Fahrevent im heftigsten Gerät des Jahres Platz nehmen. Heute sind wir im Circuito Estoril in Portugal, ehemalige Formel-1-Rennstrecke. Wir hören es schon ein bisschen. Wir werden heute ein Formel-1-Auto fahren. Und zwar nicht ein ganz normales Formel-1-Auto, ne, das könnte ja jeder quasi, sondern wir werden heute, respektive ich werde heute ein Formel-1-Auto fahren, was auf der Straße fahren darf. Er heißt AMG One. Und die Frage, die wir uns heute stellen, are you the one? Ist das das Auto? Ich habe ihn 2017 das erste Mal gesehen auf der IAA. 275 Leute, also jeder einzelne von denen, hat 500.000 Euro angezahlt. Heute ist es soweit. Wir kriegen das Auto heute zum ersten Mal zu Gesicht. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden das Auto heute richtig annehmen. Wir werden das Auto auf der Straße fahren, was ich noch nie gesehen habe. Also es ist ein Formel-1-Auto für die Straße. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Auto auf der Straße fährt. Noch ein bisschen gespannter bin ich natürlich, wie die Performance auf der Rennstrecke ist. Digga. Hallo. Hallo Matthias. Matthias. Tag. Hallo. Du heißt auch Matthias? Ja. Schöner Name. Gell? Habe ich mir auch gedacht. Danke. Dann, viel Spaß. Ja, vielen Dank. So einfach kann das manchmal laufen. Ne? Ich mache erstmal nochmal die Tür zu. Erstmal nochmal die Tür zu. Also. Das allererste Mal müssen wir uns vor Augen führen, dass das ein Mercedes ist. Das ist ein Mercedes, Leute. Das ist so krass, das Auto so zu sehen jetzt in echt. Weil es einfach, ja, das Auto sieht aus wie vom anderen Stern. Ne? Ich finde, dass das Auto dafür, was es ist, gar nicht so krass aussieht. Und ich finde, genau das macht es so besonders. Weil das eben nicht so mit Spoiler und hier noch eine Finne und da noch kleine Flaps und keine Ahnung was. Der sieht so relativ clean aus. Diese Finne hier, das ist wie bei einem Formel-1-Auto, Leute. Das ist einfach ultra krass. Das hat noch nie ein Hersteller gemacht. Und das wird wahrscheinlich auch nie wieder so passieren. Und ich bin extrem gespannt, wie das auf der Strecke und auf der normalen Straße funktionieren wird, wie sich das anfühlen wird. Aber du kannst hier rumlaufen, dir das Auto angucken. Diese Details, was ich zum Beispiel so detailliert noch nie gesehen habe, ist hier dieser Einzug. Klar, das sieht man, aber wo das Carbonmonocoque so entlangläuft hier, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das wird richtig vorne reingezogen, verjüngt sich richtig. Du siehst es nicht, weil das hier davor ist, aber das ist einfach nur ultra krass. Das, was das Auto so besonders macht, ist eben der Antriebsstrang, nämlich ein Formel-1-Triebwerk. Punkt. Das hat kein anderes Auto auf der Welt. Und du stehst davor und denkst dir so, Junge, wie haben die das gemacht? Wie viel Gehirnschmalz ist da reingeflossen, dass das geht und dass das funktioniert und dass du eben kein Formel-1-Team brauchst, bevor du den Startknopf drücken kannst und damit losfährst. Du kannst damit einfach morgens, ne, einmal kurz aus dem Bett ausstehen, kurze Jacke über den Schlammanzug drüber und ab zum Bäcker. Das geht. Das ist unvorstellbar. Die interessante Frage ist natürlich,
Was hat das so problematisch gemacht, das Auto zulassungsfähig zu machen? Und das werden wir nachher mit Markus, einer der Ingenieure, klären. Wir machen einen kompletten Technik-Walkaround, Aerodynamik, Technik, Antrieb und so weiter und so fort. Wird mega spannend. Jetzt steigen wir erstmal ein. Alleine, wie sich das anfühlt, wie die Tür aufgeht. Das ist ein Gedicht an Leichtigkeit. Und es geht smooth auf. Setz mich einfach mal rein, ne? Junge, es gibt keinen Fußraum. Normalerweise tust du ja deine Füße erst rein, runter in den Fußraum. Gibt's hier nicht. Und alter Schwede. Hier geht's DRS. Da gehen die Fahrmodi. Hier ist so ein bisschen angepasst, das, was du aus jedem Mercedes kennst. Was aber halt, ja, natürlich angepasst ist. Rekuperation. Pit Speed Limiter. Hier ist nochmal Pass, neutral, also der Sitz ist fest, der ist eingebaut ins Monocoque. Eigentlich ist das gar kein Sitz, eigentlich ist es nur ein Polster, was quasi an das Monocoque angepasst wurde, beziehungsweise wurde das Monocoque so gebaut, dass da quasi jemand sitzen kann drauf. Und dann ein bisschen Leder, ein bisschen Alcantara, fertig. Hier, da verstellt sich die Pedalerie. Das ist Rennsport pur, denn eine Sitzverstellung gibt es ja nicht. Sie, Junge, und guck mal hier, den kennen wir alle. Aus der C-Klasse, aus der E-Klasse, aus dem AMG GTR, aus allen Autos kennen wir den. Das finde ich geil. Das hier ist jetzt nicht irgendwie so ein Choker oder sonst irgendwas. Das hier sind die Entwicklungsautos. Mit diesen Autos haben die Ingenieure dieses Auto dem letzten Feinschliff gegeben. Und das ist einfach auch geil, dass wir damit fahren dürfen. Die Entwicklung des spektakulären Hybrid-Hypercars stemmte Mercedes-AMG zusammen mit seinen Formel-1-Experten in England. Was die Entwicklung anbetrifft, ist natürlich klar, dass das jetzt nicht irgendwie so ein, ja, okay, das bauen wir jetzt und dann ist das fertig, sondern es wird halt wie jedes Großserienauto komplett durchentwickelt. Sprich, was weiß ich, wie viele Millionen Kilometer auf einem Prüfstand, ja, irgendwie künstlich gefahren, aber natürlich auch echt auf der Straße, in der Wüste bei 60 Grad, in der Kälte bei minus 40 Grad. All das, was ein ganz normales Auto auch können muss, muss der da auch können. Und das mit dieser komplexen Technik innen drin. Also dieser wirklich Entwicklungsaufwand können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen. Wir machen jetzt was, was ich so noch nicht gesehen habe. Wir fahren jetzt mit dem AMG One auf die Straße. Nicht auf die Rennstrecke. Was ich mega gut finde, das Auto ist dafür gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Zunächst startet der AMG One rein elektrisch. Dann kommt der Verbrenner dazu. Klingt bei niedrigen Drehzahlen irgendwie nach einem Sack Nüsse. Alter Schwede, Leute. Leute, Leute, Leute. Doch wenn der 1,6 Liter kleine V6-Motor hochdreht, gibt's Kirmes in Matthias' Gesicht. Unfassbar. Also das ist der Race-Safe-Modus. Jetzt fahren wir elektrisch. In diesem Modus schaltet sich der Verbrenner nur bei Bedarf mit dazu. Krass. Alter, wie krass laut das ist. Wenn der Verbrenner läuft, ist in dieser Bude Terror. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich richtig, richtig laut. Und das ist wirklich richtig. Ja, es ist wirklich heftig für die Ohren. Ja, okay. Also wenn du Leistung brauchst, dann hat er Leistung. Wenn du keine brauchst, fährt er elektrisch. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass wir mit diesem Auto auf der Straße fahren. Ich meine, das klingt jetzt total komisch, aber ja, das ist ein Auto. Aber da hinten ist ein verdammter Formel-1-Motor drin. Also ich sag's euch ganz ehrlich, der Sound ist schon weird. Ja, wir haben einen 1,6 Liter Turbomotor mit einem Turbolader, der mit einem Elektromotor befeuert wird, der 100.000 Umdrehungen
in den Turbolader reinbringt. 100.000 Touren. Das sorgt eben dafür, dass du direkt von unten raus Kraft hast. Die Leute, Junge, die Leute rasten aus, wenn die das Auto sehen. Da musst du echt aufpassen, dass keiner irgendwie nicht reinfährt, weil er dich irgendwie dir nachguckt und dabei nicht irgendwie darauf achtet, was er eigentlich machen müsste. So, jetzt erstmal zu Penny, hör mal. Ich brauche neue Apfelschorle. Das waren 52. Wir können noch 300 mehr. Höchstgeschwindigkeit 352 km/h. Das Fahrwerk, Lenkung, die Sitze sind super komfortabel. Du sitzt da drin, denkst du, ja, das ist ein Mercedes. Und das funktioniert auch so. Alter, wie viel Kraft hat er denn? 1063 PS. Das wird gleich so krass auf der Rennstrecke. Alter, wir werden so eskalieren. Heute werden wir rausfinden, ob dieser AMG One the One ist. Are you the one? Das ist die große Frage. Ist das wirklich so einzigartig, wie das im Namen versprochen wird? Ist das wirklich Formel 1 sich? Die 275 Menschen auf dieser Erde, die sich diesen Traum erfüllt haben, herzlichen Glückwunsch. Montiert wird das Auto in England, in Coventry. Und da sind quasi 16 Stationen aufgebaut, wo das Auto durchläuft. Dauert aktuell 2 Monate, bis ein AMG One fertig ist. Ein Golf dauert, glaube ich, nicht mal einen Tag, dann ist er fertig. 2 Monate bauen die an dem Ding. Ja, auch das ist wieder ein Indiz dafür, wie kompliziert das Ganze ist. Jetzt wollen wir einmal ganz kurz die Technik durchtalken und dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Der Marco, erstmal schön, dass du da bist. Hi. Du bist der Gesamtleiter des Projekts Project One. Ja, richtig. Mittlerweile sogar AMG One. Warum hat das so lange gedauert, das Auto quasi auf die Straße zu bringen? Also es sind mehr oder weniger zwei große Herausforderungen. Einmal Emissions, also alles, was mit Emissionen zu tun hat. Ja. Typischerweise Formel 1 Motor, kannst du dir ja vorstellen, keine Abgasanlage, keine Abgasnachbehandlung. Ja. So sind wir erstmal gestartet. Beim Formel 1 Auto gibt es keine Abgasnachbehandlung. Es kommt einfach so kommt einfach raus. 4 Metall- und 2 Keramikkatalysatoren, außerdem noch 2 Otto-Partikelfilter. Nur so bekommt AMG die Abgasreinigung in den Griff. Neben den Emissionen, was wir thematisiert haben, ist natürlich genau Everyday Use. Also wie schaffen wir es, dass der Kunde später einfach einsteigt, den Startknopf drückt, Fuß auf der Bremse und der gesamte Formel-1-Triebstrang funktioniert. Da steckt sehr, sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Also wir mussten ja die 10 bis 25 Menschen, die sich normal bei einem Formel-1-Fahrzeug darum kümmern, dass es überhaupt mal aufstartet, mussten wir ja mit viel Intelligenz, Steuergeräten, Sensoren alle in dieses Fahrzeug rein verpflanzen. Die sitzen jetzt quasi damit drin. Die sitzen damit drin. Bei der Formel 1 ist es tatsächlich so kompliziert, weil die natürlich die ganze Technik nicht drin haben. Die brauchen die Technik ja auch nicht, denn die haben ihre Race-Crew. Die haben sehr, sehr viele Probleme gehabt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das Auto wirklich jetzt marktreif ist und tatsächlich an Kunden übergeben wird. 275 Autos, jedes hat um die 3 Millionen gekostet, sind zusammen 825 Millionen Euro, die Mercedes damit eingenommen hat. AMG. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass das genug ist. Ich glaube, dass die Entwicklung wesentlich mehr gekostet hat. Ich glaube tatsächlich, dass Mercedes damals gesagt hat, Leute, das machen wir jetzt. Wir sind die Ersten und die Einzigen, die ein Formel-1-Auto für die Straße gebaut haben. 1063 PS resultieren aus der Kombination von 4 E-Motoren mit dem 574 PS starken V6. Viel Leistung aus wenig Hubraum. Dazu hohe Drehzahlen, das bedeutet eine extreme Belastung für alle Antriebskomponenten und damit eine begrenzte Haltbarkeit. Trotzdem schaffen wir es, mit einem Fahrzeug ein Jahr zu fahren oder 5000 Kilometer bis zum ersten Service. Was kostet so ein Service nach 5000 Kilometer, also Service A? Das kommunizieren wir nicht. Okay, aber 5000 Kilometer mit so einem Supersportwagen ist wirklich viel. Und du musst entweder nach 5000 Kilometern oder nach einem Jahr zum Service. Und dann werden auch jetzt nicht der Motor auseinandergepflückt und neue Kolben eingebaut, sondern es wird einfach ein Service gemacht. Flüssigkeiten raus, es wird alles durchgecheckt, die Filter werden erneuert, fertig, aus ist die Maus.
Richtig teuer ist der große Service nach 50.000 Kilometern. Der Tausch von Antriebskomponenten kann über 800.000 Euro kosten. Wollen wir zum Thema Aerodynamik übergehen? Ja, sehr gerne. Mach ihn bitte einmal aero-böse. Absenkung der Karosserie um fast 4 cm. Luftableitende Lamellen auf den Kotflügeln. Großer Heckflügel. Even more sexier now, my friend. Alter. Damit wir jetzt die Luft richtig leiten, sieht das Carbon-Element genauso aus, wie es aussieht. Mhm. Zwar haben wir ja hier einzelne Richtungen vorgegeben. Ja. Und diese Richtungen passen wiederum zur Heckarchitektur. Also wir ordnen die Strömung, sodass wir sie gezielt am Fahrzeug entlang führen können und dass sie auch hinten gezielt wieder auf den Heckflügel kommen. Okay. Wir nutzen den Spiegel und den Spiegelfuß auch, um die Luft hier zwischen A-Säule und Spiegel sauber durchzuführen hier. Und der Spiegel hier wiederum hat eine leichte Krümmung. Und diese Krümmung führt dazu, dass wir wieder den Heckflügel treffen. Okay. Also wirklich, hier hat alles, was im Exterieur angebaut ist, auch eine wirkliche Wirkung. Dann haben wir die Louvers hier. Genau. Was passiert hier? Jetzt stell dir mal vor, du fährst auf der Rennstrecke, auf der Geraden relativ schnell. Ja. Dann staut sich, so 352 zum Beispiel. So 352 zum Beispiel. Und ich habe das zu. Ja. Dann staut sich die Luft hier im Rathaus, weil sie nirgends entweichen kann. Und ich verliere Anpressdruck auf der Vorderachse. Also meine Vorderachse wird leicht. Mhm. So, das wollen wir natürlich verhindern. Weil sich da quasi wie so ein Ballon bildet. Genau, da bildet sich hier ein Überdruck. Aha. Und das will ich nicht haben. Ich will einen Unterdruck haben, mit viel Anpressdruck. Ja. Und deshalb lassen wir die Luft hier raus entweichen und generieren so wieder einen Unterdruck. Die Aero ist einfach nur göttlich. Wie das immer zusammen funktioniert, werde ich immer ein größerer Fan davon. Kühlung, Luftführung und eben Anpressdruck erzeugen. Das ist einfach Wahnsinn. Wie das funktioniert, wie durchdacht das ist. Hinten die Ansaugung, oben auf dem Dach drauf, dieser Rüssel da oben, das ist einfach mega. Und der Aufwand wird betrieben, damit du natürlich in der Kurve möglichst schnell fahren kannst. Ja? Weil je mehr Aero das Auto hat, desto mehr wird es auf den Boden gepresst. Und desto schneller kannst du durch die Kurve fahren. Ganz einfach nur. Dann kommen wir zum Heckflügel. Inwieweit verstellt sich dieser Flügel während der Fahrt? Über DRS, also Drag Reduction System, kann man diesen Flap hier einfahren in diese Position. Okay, das ist und das Teil wieder, hier. Dann wieder ausfahren. Okay, aber der hier steht fest. Der steht fest. Ja. Okay. So, und dann kommen wir zum Diffusor. Ja. Oder beziehungsweise Plural 2 Diffusoren haben wir da, ne? Ja. Die Luft unterm Auto ist ja komprimiert und kann dann hier schneller entweichen. Schneller wieder entweichen. Und weil sie schneller wird, wird sie schneller unterm Auto weggezogen. Genau. Und das drückt dann quasi das Auto quasi auf den Boden. Genau, darüber generiere ich wieder Abtrieb, ja. Okay. Ein wunderschönes Bauteil. Ja. Das ganze Ding, das in eins zu bringen, hier die Ansaugung und dann in die Aerodynamik überzugehen mit dieser ultra sexy Finne, natürlich auch vom Formel 1 Auto inspiriert das Teil, einfach ein sehr, sehr schönes Teil. Luft kommt hier rein. Genau, geht durch den Ladeluftkühler in den Verbrennungsmotor rein. Und ich glaube, du suchst gerade schon so ein bisschen, wo ist eigentlich der Motor? Ja, hast du ihn schon gefunden? Nee. Noch nicht gefunden? Nein. 1,6 Liter Hubraum, also sehr, sehr kleines, kompaktes Aggregat. Der Motor startet hier. Die gesamte Heckarchitektur ist wirklich wie in der Formel 1 auch. Also am Carbon Monocoque ist der Verbrennungsmotor direkt angeschraubt. Ja. Dann haben wir einen Gitterrohrrahmen aus Titanstahl. Das Getriebe wiederum ist direkt an den Verbrennungsmotor angeschraubt. Ja. Und wir haben dann die Achskomponenten, die direkt an das Getriebegehäuse angeschraubt sind. Also eine integrale Struktur für maximale Steifigkeit. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf die Strecke jetzt. Ja, gerne. Ja? Ich mache mich mal fertig, hole meinen Helm und dann geht's los. Ja. Danke dir. Ich bin so ultra gespannt, wie das Ding gleich geht. Ich meine, 1063 PS und dann Qualifying Mode. Das wird böse, ganz, ganz sicher. Weil ich meine, diese Crew, die wird kein Auto auf die Straße stellen, wo du dir am Ende des Tages denkst, so, der ging schon ganz gut, aber ich bin schon andere Dinger gefahren, ne? So werde ich da sehr wahrscheinlich gleich nicht drin sitzen. Wohl kaum. In einem Fahrzeug, das mit 6 Minuten 35 den Nürburgring-Rundenrekord für Straßenfahrzeuge eingefahren hat. Im Strat 2 genannten Modus gibt der AMG One sein komplettes Potenzial frei. Oh, die Bremse! Ach du Schande!
das ist jetzt tatsächlich hier die quasi Aufladerunde für die Batterie, weil wir wollen danach quasi in Strat 2, das ist der Qualifying Mode, in Strat 2 wollen wir dann direkt volle Leistung haben und das über die gesamte Runde. Also die Batterie muss komplett vollgeladen sein. Ganz so wie in der Königsklasse des Motorsports. Formel 1 lässt grüßen. Wow! Junge, was ist das für ein verdammter Boost? Das ist unnormal. Dieses Auto geht so heftig zur Sache. Dieser Sound ist einfach wirklich, 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 wirklich unfassbar laut und unfassbar geil. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ein 1,6 Liter Verbrenner so klingen kann. Die Gangwechsel, Junge, das ist nicht von dieser Welt. Bam! Das macht richtig. Also das 7-Gang-Getriebe ist ein Single-Clutch-Ding. Also das ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Das hat aus Platzgründen nicht da reingepasst. Ja, deswegen haben wir nur eine Kupplung. Und deswegen ist der Gangwechsel hoch mit so einer kleinen Pause garniert. Trotz viel Carbon wiegt der AMG One knapp 1,7 Tonnen. Das tut dem gewaltigen Vortrieb aber keinen Abbruch. Nach der Aufladerunde heißt es jetzt volle Power. 11.000 Touren, Leute! Jetzt kommen sie! Ich krieg nicht genug von dem Ding. Ganz ehrlich, ich bin so voll hin und her gerissen zwischen, okay, ich muss hier irgendwie eine Rundenzeit hinzimmern, ne? Rekordrunde übrigens, Formel 1, irgendwann in den 90ern, 1,14, sind wir hier weit weg davon, ne? Das geht einfach nicht. Und ich will das auch gar nicht, weil ich natürlich erstens erzählen will, was ich hier gerade erlebe. Das ist das Allerwichtigste, ganz egal, was ich für eine Rundenzeit hinzimmere. Aber ich will das Auto natürlich auch nicht wegschmeißen, ja? Ey, ohne Scheiß, ne? Wenn ihr mich fragt, wie ist das, Matthias? Mit was kann man das vergleichen? Wie fährt sowas? I don't know! Das fährt wie nichts anderes auf der Straße. Junge, 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 ist das ein Ofen. Wie das ist so krass, wie die Elektropower, also erstmal, wie krass der Turbo anspringt. Wie viel Kraft du kriegst über das Drehzahlband. Junge! In nur 15,6 Sekunden geht es von 0 auf 300. Und mit 352 km/h Spitze liegt der AMG One auf dem Level von waschechten Formel-1-Autos. Aber dieses Ding hier ist auch noch straßenzugelassen. Freunde, ich sag's euch, die Zahlen, vergesst einfach nur die Zahlen. Vergesst die Zahlen von irgendwelchen Beschleunigungen oder was weiß ich was. Das ist alles egal. Komplett egal, weil das hier ist ein Auto mit einem Formel 1 Antriebsstrang, was brutal geil fährt, was brutal geil klingt, was brutal geil aussieht, was einfach ein absolutes Einhorn ist, weil sowas gibt es, hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben. Alter, wie der reinhackt! Das ist so geil, weil das halt nicht aufhört. Ja, diese Strategie hier ist so gemacht, dass der Power hat. Ja klar, wenn jetzt Lewis Hamilton mit Strat 2 losfährt, dann ist er nach einer Runde leer. Ich bin aber nicht Lewis Hamilton und ich fahre auch nicht so wie der. Klar, wenn ich jetzt, ne, wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre der irgendwann leer. Hier sieht man schon, der ist jetzt auf Gelb. Jetzt rekuperiert er gerade, ist von Gelb wieder auf Grau gesprungen. Ich fahre eine Runde in Strat 2, lade die Batterie wieder auf und kann voll Attacke fahren. Die Alternative ist, wir gehen in R+. Dann gehen wir hier in EFC 2 und dann ist alles cool, dann geht die Batterie nie leer. Er nimmt dann auf der Geraden irgendwann Power weg. Sei's drum, Bruder. Mit dem Ding fährst du jedem um die Ohren. Alte Scheiße, ist das ein geiles Auto. Ganz ehrlich, was für ein Wemser.
Was für ein Gerät. Ich bin komplett heiser. Ich weiß, warum der Lewis Hamilton nicht aufhören will. Weil der das quasi jeden Tag hat. Das Krasse ist, dass du das halt wirklich, du kannst das auswringen. Bis zum geht nicht mehr, nichts wird heiß, nichts geht kaputt, nichts nervt irgendwie, nichts wird schlechter auch. Auch der Reifen, das ist einfach krass. Ist wirklich, ich bin sehr, sehr geflasht und es steht fest, das ist the one, ganz sicher. Heißt nicht nur so, der ist es auch. Und das ist definitiv das krasseste Straßenauto, das ich je gefahren bin. Danke. Danke, AMG. War ein ganz ziemlich geiles Auto gebaut. Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.